siehst du. Hey ho! Halt die Klappe im Hintergrund! Ja, sehe ich. Hey ho, Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ach, Jan, oder Jan, sei still. Ja, Leute, ich habe nicht vergessen, dass wir hier eine Nebenquest. Jetzt sei doch mal still, ich erzähl. Ich gehe jetzt, nee. Nee, ich sei still jetzt, pfui. Ich habe nicht vergessen, dass wir hier letztens eine Nebenquest gesehen haben. Die habe ich schon angenommen, denn ich hatte schon kurz eine Aufnahme, die dann aber leider verkackt wurde durch meine eigene Unfähigkeit. Ich kann nochmal zusammenfassen. Ach, das sehen wir dann. Das sehen wir dann. Ich brauche die Nebenquest, die wir da bekommen haben, gar nicht zusammenfassen. Das sehen wir dann, wenn wir sie machen. Warum soll ich das jetzt erzählen? Nee, das könnt ihr dann selber fahren. Denn ich war mal wieder voll der MLG-Profi und dachte mir, ja, zu dem Punkt können wir doch übers Gebirge gehen. Hat gut funktioniert. Aloy hat es mal wieder nicht überlebt. So, aber jetzt sollte es klappen. So. Wo sind wir denn hier? Vorbei an Ruinen. Und am großen Flusse des Nora-Gebietes. Ist das eigentlich ein großer Fluss? Oder sind, glaube ich, ganz viele kleine Flüsse, ne? Geil wäre auch ein großer, riesiger Fluss. Obwohl, beim Kaja-Gebiet rund um Meridian ist ja ein Fluss, der dann in den großen See mündet. Stimmt. Stimmt. Okay. Doch 300 Fußstapfen, habe ich das richtig gesehen? Zeigt er mir nicht an. Finde Jan. Jan. Ne, June. June. June suchen wir jetzt. So. Ja, ich habe mir die Quest vorhin nochmal durchgelesen. Also ich weiß ungefähr, worum es gerade geht. Ich habe zwar schon wieder mal eine Woche nicht gespielt, aber ich habe mich informiert. So, da oben müssen wir rauf. Okay, kriegen wir hin. Okay, es geht wirklich schneller, wenn man... Warum rufe ich eigentlich kein Reittier? Ich laufe die ganze Zeit rum, obwohl ich... Tot! Warum habe ich das gerade gemacht? Weilbaum. Warum nehme ich kein Reittier? Weil ich einfach gerne so rumlaufe. Also ich mag das. Ich mag das zu wandern. Warum soll ich jetzt mit einem Reittier hier durchhetzen? Und ich gehe schon wieder übers Gebirge. Okay. Aber hier darf man das. Ist erlaubt. Alles klar. Okay. Das sah gerade ein bisschen aus wie ein Fluss. War aber steil. So, sind wir denn da oben richtig? Wenn wir da raufkommen jedenfalls. Ich höre doch schon irgendwas. So. Jetzt hier rüber. Da oben sind wir doch, oder? Sind wir da richtig? Stimmt. Endlich mal sind es andere Vorsprünge wie sonst. Endlich mal. Oh, speichern. Nice. Speichern ist immer schön. So. Wenige Schritte trennen uns vom nächsten. Ich habe ihn gefunden. Hilfe, wovor? Was? Why? Was hast du gemacht, Alter? Ja, ich bin doch da. Kann ich das aufbrechen, oder? Ich sperre die Tür auf. Ja, womit? Kann ich das nicht aufbrechen? Ich kann es nicht aufbrechen, okay. Habe ich irgendwas zum... Wie kann ich die Tür aufbrechen? Ich bin eingesperrt. Hier vielleicht? Hier, okay. Wir haben bei der falschen Tür. Alles klar. Bist du schon da? Jemand? Nein, bin nur ich. Hi. Finde ich schön, dass du mit dem Rücken zur Tür stehst. Ich dachte, ich komme niemals frei. Was war los? Eine Bande von Ausgestoßenen war das. Stürmten herein, stahlen meine Traumweide und ließen mich zurück. Ausgestoßene? Eine Bande von Ausgestoßenen? Ja, eine Bande. Die Tür flog auf. Ich hatte keine Chance. Sie schnappten meine Traumweide und ließen mich zurück. Wozu stehlen ausgestoßene Traumweide? Na, weil das kostbarste Kraut ist, das ich sammle, natürlich. Elende Diebe. Sonst nahmen sie nichts? Nein. Ich sag's dir. Die machen Geschäfte mit Fremden. Sie wollen Scherben und würden dafür auch töten. Okay, dann werden wir uns um diese Ausgestoßenen mal kümmern. Wo sind die Ausgestoßenen hin? Den Berg hinauf, glaube ich. Du erwischst sie, wenn du schnell machst. Aber lass dich nicht von ihrem schäbigen Aussehen täuschen. Sie töten dich, sobald sie dich sehen. Noch, das sollen sie versuchen. Ich muss mal durchatmen. Ja, du könntest fürs erste Mal still sein. Och, Aloy, badass. Badass, Aloy. Die Ausgestoßenen müssen Spuren hinterlassen haben. Mein Fokus müsste sie finden.
Spuren der... Tja, hier ist vor kurzem jemand aufgebrochen. Und er hatte es eilig. Und zwar erst hier runter, alles klar. Dann würden wir doch mal der Spur hier folgen und mal nett anklopfen und mal fragen, was da so los ist. Ein bisschen Streitschlichter spielen, würde ich sagen, oder? Also mal so ganz unpatriotisch mal ein bisschen nachfragen, was hier so Phase ist, oder? Also jetzt nicht irgendwie mit Pfeilbogen und Feuerbomben und so weiter, aber... Habt ihr gut hinbekommen. Habt ihr wirklich gut hinbekommen. Schießt nochmal! Meine Pfeile sind alle! Die Ausgestoßenen, die die Traumweide gestohlen haben. Und sie haben Ärger. Komm her. Komm her, Knuffi. Alter, ich baller dich weg, wenn du jetzt nicht herkommst. Okay. Du wolltest es so. Urmutter sei Dank! Baller ich dich weg. Töte es! Tötet es, bevor es Eier legt, ne? Oh shit! Oh nein! Erledige es! Ja, was macht ihr? Guter Schuss! Hallo, ich baller hier! Natürlich sind das gute Schüsse, ich meine, woran sind wir denn? War geil. Nein, pfui! Ey, ne! Alter! Voll mit der Fresse in den Schnee. Ja. Ach, Wächter, ist das wirklich gerade dein Ernst? So, gleich hinterher. Hä? Ihr braucht gar nicht denken, dass ihr fliehen könnt. Bleibt hier jetzt. Hi. Alter, redet ihr jetzt mit mir oder wie ist das? Erledige die Maschinen. Hä? Das ist doch nix. Sind doch tot alle. Oder hockt ihr irgendwo noch ein Wächter? Leute, die Maschinen sind tot. Ihr braucht keine Angst mehr haben. Die sind tot. Ich hab was. Aber wo? Ich erlege dich! Wo war der? Da oben! Ist tot! Der kleine Wächter hat euch wirklich Angst eingejagt? Was seid ihr für Banditen? Ihr seid schlecht in eurem Job, muss ich schon zugeben. So. Elle, nicht stacken. Elle! Nicht stacken. Das ist uncool. Ey, Leute, lass das. So. Leute, jetzt rennen wir Tacheles. Wo seid ihr denn? Wo muss ich hin? Da unten. So. Jetzt hier mal. Butter bei den Fische. Wir sind dir dankbar, sofern dir der Dank Ausgestoßener etwas bedeutet. Tut er. Du rettest uns und redest sogar mit uns. Die Stammmütter verstießen mich bei der Geburt. Die Gesetze der Nora bedeuten mir nichts. Dann bist du dieses Mädchen, dessen Mutter es nie wollte. Aber keine Ausgestoßene mehr? Nein. Ich bin Sucherin und suche nach Traumweide. Hm. Das könnte ein Problem sein. Ein Problem? Ja, dann reden wir doch immer über unser kleines Dilemma hier. Warum habt ihr die Traumweide geraubt? Weil wir Verwundete haben. Warum würden wir sie sonst nehmen? Etwas Schreckliches ist dem Stamm zugestoßen. Die Krieger schützen uns nicht. Die Maschinen sind erzürnt und im Heiligen Land machen Banditen Jagd auf uns. Würden Ausgestoßene den Brauch brechen und sich zusammentun, wenn sie eine andere Wahl hätten? Aber es war kein Diebstahl. Wir haben Scherben zurückgelassen und wollten Jan bezahlen. Aber natürlich wollte er nicht mit uns reden. Ach, deswegen die Scherben, alles klar. Was haben du und die anderen verbrochen? Ich schlug zu, als jemand mein Wild stahl. War meine Schuld. Die anderen haben gestohlen, Bräuche gebrochen oder die Knochen der Metallwelt gestört. Keine Mörder hier, falls du das meintest. Okay. Ihr habt Jan aufgemischt. Wie will er das vor lauter Kriecherei bemerkt haben? Er ist ein Feigling. Wir haben ihm kein Haar gekrümmt. Er hat's nicht mal bemerkt.
Ja, wir haben trotzdem ein Problem. Wir brauchen Traumweide. Wir haben selbst Kranke und Verletzte. Das ist ein Problem. Auch andere brauchen Traumweide. Ihr könnt nicht alles haben. Ist das eine Bitte oder ein Befehl? Ein Gespräch. Zwischen zwei Personen. Ah ja. Vielleicht haben wir mehr, als wir brauchen. Nach allem, was passiert ist, hatten wir Angst und nahmen, was wir fanden. Hier, einen Teil behalte ich, aber der Rest? Möge er zu denen finden, die ihn brauchen. Dafür sorge ich. Ihr solltet derweil vielleicht nach Mutterherz zurückkehren. Die Dinge haben sich geändert. Sagt, ich schicke euch. Wenn du meinst, wir wären willkommen, muss sich einiges geändert haben. Na gut, wir überlegen. Viel Glück. Passt auf euch auf. Okay. Ich bin immer noch zwiegespalten in dieser Situation hier gerade. Natürlich brauchen sie Traumweide, wenn sie Verletzte oder so weiter haben. Aber ich meine, könnten sie die nicht in der Natur suchen? Ich meine, dieser Kräutersammler, dieser Jun oder Jun, der sucht die doch auch. Oder nicht? In der Natur. Warum können die das nicht machen? Das Becken ist so riesig. Ist Traumweide wirklich so verdammt selten? Also ich habe das gerade noch nie gesehen, ne? Überhaupt nicht. Wahrscheinlich spawnt es auch nicht einfach so. Und ist nur questrelevant. Aber könnten die das nicht einfach suchen? Gibt es die Möglichkeit gar nicht? Ich weiß es nicht. Toller Stunt, Aloy. Props an dich. So, Compadre. Hier ist die Traumweide. Bring sie zu Fia in Mutterberg. Die verwundeten Krieger dort brauchen sie dringend. Versprochen. Aber was ist mit den Ausgestoßenen? Haben die Schufte für ihre Taten bezahlt? Sich verbrüdern, miteinander reden und mit uns. Ich hoffe, du warst erbarmungslos. Nein. Du weißt nicht, wer ich bin, oder? Sollte ich? Ich wuchs als Ausgestoßene in den Bergen über Mutterherz auf. Das mutterlose Mädchen. Hätte ich das gewusst, hätte ich nie mit dir geredet. Was? Alter, ich würde mir jetzt die Traumweide wegnehmen und in den Berg runterkullern lassen. Was? Oh. Soll ich dich in deinen Schrank weisen? Eine Ausgeschlossene hat dir geholfen, weißt du noch? Wann haben wir ihm geholfen? Oder meint er die Situation gerade eben? Ich will jetzt nicht. Alter, am Anfang dieses Let's Plays habe ich immer die netten Antworten genommen, die gefühlvollen und so weiter. Mittlerweile nehme ich immer die Badass-Antworten. Ich weiß nicht, das passt mir zu Aloy. Du hältst dich für besser als andere, nicht wahr, John? Aber du bist nur ein kleiner Mann mit einem kleinen Herzen. Und wenn du stirbst, wird niemand es bemerken. Wenigstens bin ich kein Ausgestoßener. Das stimmt. Nicht mal das bist du. Die Ausgestoßenen haben einander geholfen. Aber du bist nichts. Ich bin fertig. Sorg dafür, dass Fia die Traumweide kriegt. Sonst komme ich wieder. Badass, Aloy. So mache ich das. Wer braucht schon eine liebe Aloy, wenn man eine Badass Aloy haben kann? Das ist doch schön. Was ist denn da runtergekullert? Hatte ich gerade eine Halluzination. Eine Aloyzination. Ja, gut, Rayon. So. Nebenquest Nummer. Ja, der drohende Schatten nicht. Wir haben noch hier eine Nebenquest. Die Rache einer Tochter. Dann, ein junger Nora macht sich Sorgen um seine Schwester Nagoa. Sie hatte das Heilige Land verlassen, um den Mörder ihres Vaters zu finden. Nebenbei bemerkt der... Okay, ich aktiviere es einfach mal. Ja. Yep. Der Vater dieser Schwester und dieses Bruders, also der zwei Leute, wurde in den blutigen Raubzügen der Karcher ermordet. Und die Tochter hat zufälligerweise den Mörder wiedergefunden. Und den verfolgt sie jetzt außerhalb des Heiligen Landes. Und da wir wissen, dass die Nora da ein bisschen eigen sind, was die Landesgrenzen betrifft, oder besser gesagt die Erlaubnis, dort die Landesgrenzen zu übertreten, haben wir jetzt ein Problem mit der ganzen Sache. Denn eigentlich dürfte sie das nicht. Sie dürfte nicht das Nora-Land verlassen, das geheiligte Land. Ja, deswegen müssen wir als Sucherin mal wieder den Streit hier schlichten. Wie so oft. Mal gucken, ob wir das diesmal schaffen. Begib dich nach Mutterkrone. Machen wir auf jeden Fall. Mutterkrone ist, glaube ich, dieser Grenzposten, ne? Habe ich das noch richtig in Erinnerung? Nein, ich hole nicht mein Reittier. Ich laufe einfach so. Ich finde es schön, einfach mal die Natur zu streifen. Auch ohne Maschinen. Was ist eigentlich... Bam! Oh ja, knochiges Fleisch. Und reichhaltiges Fleisch. Oh. Reichhaltiges Fleisch. Das brauchen wir sogar. Damit kauft man Schnellreisepakete.
Obwohl ich gerade echt nicht den Drang habe, schnell zu reisen. Man könnte jetzt dahin nach Mutterherz schnell reisen. Oder nach Mutterkrone könnte man jetzt schnell reisen. Aber ich genieße gerade die Natur. Ich weiß auch nicht. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich genieße dieses Spiel. Ich habe jetzt nicht vor, das jetzt in 2 Folgen durchzuspielen. Ich genieße das. Und wenn es nötig ist, spiele ich das auch noch 20 oder 30 Folgen. Einfach, weil es geil ist. Und weil ich ein mega Fan davon bin. Und ich meine liebe kleine Elo hier nicht verlassen will. Oh. Ja, Mutterkrone. Bin das hier. Das muss Mutterkrone sein. Solai müsste hier irgendwo sein. Wer das mir merkt. Hier waren wir doch schon mal. Was meinst du mit hier muss doch Mutterkrone sein? Hier waren wir doch 1000 Mal. Obwohl, ist wahrscheinlich wieder so eine Quest. Auf welchem Level ist die Quest? Steht noch nicht dabei, okay. So, hier sind wir. Hi. Mach ich mal durch hier. Hi. Du bist die Gesandte. Mhm. Ja, du musst mir von Nakoa erzählen. Ich gab ihr Proviant für die Reise nach Norden. Sie wollte zum Tagturm, um Said zu suchen. Said, das ist der Dulli, der den Vater damals getötet hat in den blutigen Raubzügen der Kaja. Und Nakoa verfolgt ihn gerade. Kannst du mir etwas über den Tagturm erzählen? Kennen wir auch. Es ist ein Kaja-Fort direkt an der Grenze. Sie sammelten dort Nora-Gefangene, um sie nach Meridian zu bringen und töten zu können. Ich wollte Nakoa aufhalten. Was will eine Nora ausrichten? Es war zwecklos. Sie ist besessen davon, Said zu finden. Sie ist besessen davon, Said zu töten, ihren Vater zu rächen. Was weißt du über Said? Er ist tollwütig, ein Mörder. Der schlimmste der roten Räuber. Er tötete meinen Bruder und Nakoa sah alles mit an. Ich bat sie zwar nicht zu gehen, doch ein Teil von mir wollte es. Ich will seinen Tod ebenso sehr wie sie. Du weißt nicht, wie das ist. Er verstümmelte meinen Bruder. Und doch bewegt er sich frei unter den Kaja? Ich verstehe. Besser als du glaubst. Oh ja, wir haben selbst einen großen Verlust erleiden müssen. Zwar nicht in den roten Raubzügen, aber... Ja, machen wir auf jeden Fall, Ich suche Nakoa, wenn ich zum Tagturm komme. Sie kann nicht zurückkommen. Die Stammmütter erlauben es nicht. Aber ich wäre dir dankbar, wenn du sie finden und ihr helfen würdest. Und bitte, behandle die Sache vertraulich. Werde ich. Natürlich. Versprochen. Selbstverständlich, natürlich. So, ab zum Tagturm. Nicht irgendwie irgendwann vorbeikommen. Wir gehen jetzt zum Tagturm, aber direkt. Wie weit haben wir es? 30 Kilometer? Was? 1100 Meter. Wo ist das Teil? Hier oben an der Grenze, wusste ich's doch. Nee, da laufen wir nicht hin. Oder doch? Nein, da laufen wir nicht. Einfach so, nee. Nimm das Lager vor ihr. Nein, da laufen wir nicht einfach so hin. Okay, vor 5 Minuten habe ich noch gesagt, ja, ich habe heute eigentlich keinen Bock auf Schnellreisen. Ich will eigentlich mehr die Gegend erkunden. Aber 1100 Schritte, das ist jetzt schon ein Brocken. Man will ja auch weiterkommen in dem Spiel. So, man soll ja auch das Ganze ein bisschen kompakter halten und nicht irgendwie alles auf 30 Folgen strecken, wie manche andere YouTuber das gerade so machen. Jetzt hier Namen einfügen. 6 Buchstaben. no hate. Schön. Die Tipps sind ja auch voll sinnvoll. Wissen wir alles noch nicht. Ladescreen heute aber deutlich länger wie sonst, kann das sein? Ist auch wenigstens der erste Ladescreen heute, das ist sehr schön. Ich hatte schon 2 andere Ladescreens, aber die Aufnahme habe ich verworfen. Denn ich hasse Ladescreen. Eigentlich könnte ich Ladescreens rausschneiden, aber das mache ich vielleicht in einem der anderen Projekte mal, dass ich Ladescreens rausschneide. In diesem Projekt bleiben wir oldschool. Dieses Kommando hat, weiß vielleicht, ob Nakoa hier war. Jupp, deswegen sind wir hier. So. Der Hauptmann des Außenpostens. Wo ist denn der Hauptmann? Ja, geil. Hier soll ich einen Hauptmann finden im Radius. Ist der Hauptmann nicht der da vorne? Herr Hauptmann. Ist das nicht der Hauptmann? Kurz reinschauen kostet doch. Lakir kam allein zurück, etwas angeschlagen. Er war etwas verlegen, als ich dich erwähnte. Warum wohl? Er hat eine schöne Singstimme. Das ist die größte Lüge unter der Sonne. Ich werde mit ihm darüber reden. Nakoa. Es gab einen Vorfall mit Nakoa. Die Nora? Ja, einen Vorfall. Versuchter Mord.
Präfekt Said kann dir mehr dazu sagen. Du findest ihn beim Hauptturm, die Treppe hoch. Warte. Said ist hier? Ist er. Hör mal, ich weiß, was dein Volk über ihn sagt. Aber er schwört, dass es eine Verwechslung ist. Wenn ein Schatten in ihm ist, habe ich es nie bemerkt. Und die Geduld, die er mit dieser Nakoa hatte, war beeindruckend. Sprich mit ihm. Vielleicht weiß er, wo sie ist. Und bitte versuche ihn nicht anzugreifen. Also ich bleibe cool, aber... Okay. Ich muss gehen. Okay, mach mal. Wenn du was von den Vermissten hörst. Von den Vermissten? Haben wir noch eine Quest hier offen oder was ist hier los? Achso, ich dachte schon. Das ist, okay, ist ein Kram. So. Mal gucken, was dieser Said zu sagen hat. Ob er wirklich koscher ist oder was hier so los ist. Said. Ihr seid Said. Und du eine Nora. Deinem Tonfall nach hast du schon von mir gehört. Mhm. Ich kann dich beruhigen. In deinem Stamm kursieren ja wohl wilde Gerüchte über mich. Aber die Nora verwechseln mich mit jemandem. Ich weiß nicht, wo der Fehler liegt. Aber der Nebel des Krieges stiftet oft Verwirrung. Leider wollen einige diesen Fehler nicht einsehen. So war es auch bei der letzten Nora, die hier vorbeikam. Die letzte Nora, die hier vorbeikam? Ihr meint Nakoa? Heißt sie so? Naja, es war eine unglückliche Situation. Sie griff mich am helllichten Tag an. Hätte einer meiner Männer sie nicht bemerkt, wäre es übel für mich ausgegangen. Aber wir konnten sie rechtzeitig überwältigen. Was habt ihr mit ihr gemacht? Gehen lassen, natürlich. Sie dachte offensichtlich, ich sei für unsägliche Dinge verantwortlich. In gewissem Sinne war ihre Tat also gerechtfertigt. Ich erklärte ihr ihren Irrtum und schickte sie dann weiter. Leider hat sie mir offenbar nicht geglaubt. Ich weiß nicht, wem ich trauen soll. Der Typ kommt mir sehr schwierig vor, aber was er sagt, macht doch irgendwie Sinn. Mann! Wo ist sie jetzt? Wo ist Nakoa jetzt? Das weiß ich nicht genau. Als sie ging, tobte sie. Sie würde mich irgendwie zu Fall bringen. Allerdings hat die Garnison vom einsamen Fels berichtet, eine junge Frau sei von Banditen entführt worden. Vielleicht war sie's. Okay, dann sie sollten wir reingehen. Sie waren ausgesprochen hilfsbereit, Präfekt Said. Keine Ursache. Der Sonnenkönig möchte sich mit deinem Volk versöhnen. Und ich bin sein demütiger Diener. Ich werde dem am einsamen Fels auf den Grund gehen. Verlasst euch drauf. Ja, tu das. Und falls es unseren Männern an Hilfsbereitschaft mangelt, bitte, lass es mich wissen. Ich traue der ganzen Sache nicht. Aber ich bleibe einfach mal unvoreingenommen und betrachte die ganze Sache hier mal ein bisschen passiver. So, begib dich zum einsamen Fels. Ich kann ihn nicht kauen. Ja! Ganz Erzählung, aber diese Garnison ist meine einzige Spur. Naja, wenn das ein Hinterhalt ist, haben die halt ein Problem. Was, 1400? Was? 1400? 1370? Ah, was? Alter, wie weit? Das ist fucking weit. Teleport. Nix Teleport. Gibt kein Teleport. Leute. Das soll für die heutige Folge gewesen sein. Ich bedanke mich wieder mal für eure mega heftig krasse Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, lasst einen Kommi und eine Bewertung da. Und dann verbleibe ich mit einem Ray und sag ciao. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.